Wir brauchen noch ein bisschen Stein. Dann können wir nämlich eine bessere Axt, also so eine Hacke oder so ein Beil können wir dann basteln. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr Holz aus diesen Palmen und Bäumen. Verdammter Mist. Das ist mir echt entkommen. Aber wir Hunger leiden ja noch nicht. Wir haben auch noch Kaktusfleisch. Moment, ich esse mal kurz eins. Da füllt beides ein bisschen auf, Wasser am meisten. Denn jetzt gehen wir in die Wüste und dort werden wir Wasser brauchen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das jetzt so alles machen werde, dieses Projekt. Ich will es ja nur ein bisschen zeigen. Am besten alles erstmal zeigen. Und halte euch ein bisschen auf dem Laufen, was es so in Rust Neues gibt. Vielleicht spiele ich es auch mit den guten alten Splitterhead wieder ein bisschen. Aber der ist ja wieder auf Krawall aus. Und ich bin ja immer so, ich spiele gerne das Spiel, aber will nicht unbedingt immer nur töten, weil dann hätte ich auch Battlefield, Call of Duty und CSGO und die ganzen anderen Ballerspiele ruhig spielen können. Oder Arma. Dann hätte ich auch sowas spielen können. Weil da habe ich genau dasselbe. Nur, dass ich da nicht lange rumfarmen muss. Hier farmst du dich doof und dann wirst du erschossen. Was bracht nichts. Der Reiz ist natürlich trotzdem dieses Überleben, weil wir müssen vor Spielern Acht geben. Acht geben. Und wir müssen vor Tiere Acht nehmen. Vor gefährlichen Tieren. Und natürlich vor die Nacht. Und der Stein. Ist aber keine große Wüste hier. Ich nehme noch den Kaktus hier mit. Moment, haben wir jetzt genug Stein? Guck mal. Items. Achso, hier können wir sogar Wegweiser bauen. Und ein Schlafsack. Das machen wir später. Machen wir mal einen Schlaf. Eine Schlafkuhle, wollte ich sagen. Eine Bude bauen. So vorsichtig rangehen. Au! Ah, das habe ich mich gestochen. Ja, zum Glück ist das Bluten hier nicht so schlimm. Wenn wir uns ein Haus bauen, dann müssen wir auf jeden Fall einen Schlafsack bauen, damit wir da auch wieder spawnen können. Und ich sammle jetzt schon ein bisschen mehr, damit ich nicht so einfach gleich getötet und geratet werden kann. Und das Stein. Und Kürbisse. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt noch Schwefel und Erz. Dass wir das alles noch mitnehmen können. So, wir brauchen 100 Steine, wa? Wie viel haben wir denn? Wo sind... Ach, hier ist unser Holz. Hier sind unsere Steine, okay. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Aber wir haben hier mehr eine Metallerzader erwischt, glaube ich. Hier brauchen wir zum Beispiel auch wieder eine Spitzhacke. Dann können wir mehr abbauen. Also es gibt jetzt separat... in der Alpha-Version war es, glaube ich, so, da konntest du mit der Axt alles abbauen, auch Stein und so. Und das hat keine Auswirkungen gehabt. Hier ist es so, wenn du mit einer Axt Stein abbaust, dann geht sie schneller kaputt. Und mit der Spitzhacke auf Bäumen genau andersrum genauso. Also es bringt nichts, mit einer Spitzhacke auf Bäume loszugehen. Deshalb finde ich sehr gut, dass die Entwickler daran gedacht haben, dass sie es so gelöst haben. Weil sonst könntest du einfach nur eins von beiden herstellen und damit alles abbauen. Das wäre ja langweilig. So, wie viel habe ich jetzt? Ich habe über 200. Das müsste reichen. Ja, es reicht auch. Und es reicht sogar noch für die Steinspitzhacke. Da können wir die nämlich auch noch herstellen. Und dann kann ich das Restliche hier noch abbauen. Und das würde ein bisschen mehr geben, als wenn ich es mit einem Stein mache. So, dann kann ich das hier wegpacken. Die Fackel kommt hier hin. Dann kommt hier meine Spitzhacke hin. Ne, hier kommt meine Spitzhacke hin und hier kommt mein Beil hin. Und ich sehe schon, wir haben echt viel Mist schon gesammelt. Wir brauchen definitiv bald einen Platz, wo wir uns ausruhen. Und uns geht sehr gut, also wir haben noch kein Problem. Aber wir müssen uns ja irgendwann verstecken. Denn wenn die Nacht reinbricht, wissen wir nicht, was uns erwartet. Vielleicht bleiben wir ja in der Wüste. Hier ist auf jeden Fall eine schöne Aussicht. Aber es gibt, glaube ich, bessere Orte. Ich habe noch nicht alles erkundet. Ich habe auch gehört, es soll irgendwo einen Flugplatz geben. Wo vielleicht die Airdrops herkommen, ich weiß es nicht. So, wir haben die Axt. Also das Beil, besser gesagt. Und da sieht man schon, wir kriegen 20 Holz pro Nase. Pro Schlag. Oh, das ist viel schöner. Viel, viel angenehmer als der olle Stein. Zack, zack, zack. Immer da drauf. Das,
dass da so viel Holz drin ist. In diesem kleinen Stamm. Das ist krass. Das Ding kannst du so mit der Hand ausruppen. Und der holt da mehr raus als ein großer ausgewachsener Baum. Das ist schon ein bisschen... Das ist Realismus. So, ich hole mir jetzt erstmal noch den Stein. Da genau dasselbe. Da haben wir auch noch ein bisschen mehr Steine rausgekriegt. So. Und dann kann das Abenteuer losgehen. Jetzt können wir natürlich wieder entscheiden, ob wir rennen oder laufen. Wenn wir rennen, sind wir natürlich schneller unterwegs. Aber verbrauchen mehr Energie und können auch dehydrieren, wenn wir Wassermangel haben. Ich gehe mal in die Wüste hinein. Ich hole mir aber noch ein bisschen Holz nebenbei. Ich weiß nicht, wie weit sie es hier auf den Server geändert haben. Achso, 1000. 1000 können wir stacken. Höher geht, glaube ich, nicht mit Holz. Ne. So, hier ist noch eine. So. Immer schön an mein Wasser denken, mein Wasservorrat. Bei meinem ersten Start hier in diese neue Rust-Version bin ich nämlich verhungert. Ich habe die erst dehydriert und dann bin ich verhungert. Und dachte mir nur, wow, das ist ein echt geiles Spiel. Weil es einfach mal ein bisschen schwerer ist. Weil in der alten Version, ja, sorry, dass ich das dauernd vergleichen muss. Aber ich will einfach mal den Bezug herstellen, wie sich das geändert hat. Und was ist denn das da hinten? Ein riesengroßer Ball? Aber ich schweife gerade ein bisschen ab. In der alten Version war es ja so, du hast ja auch wirklich überall alles sofort bekommen. Du hast ja ruckzucki, aua, dein Zeug zusammengesammelt und Nahrung hattest du immer gehabt. Nahrung hattest du so schnell wie immer gehabt und das fand ich ein bisschen blöd, dass man nie diese Panik hatte. Oh, da ist mal schön Holzstamm, jetzt kriegen wir hier Holz raus. Einfach aufsammeln, zack. Wir haben einfach aus dem Boden gerissen mit unserer Hand. Zack, zack, Metallerz. Das finde ich noch ein bisschen blöd, dass man noch so viel tragen kann. So macht sie mich... Wow, was war das? Hallo? Oh, oh. Hallo? Oh. Ich glaube, ich hatte gerade so einen Aussetzer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Muss ich nachher mal gucken. Ich hoffe, das lag, glaube ich, gerade am Server. Irgendwas hat sich geändert in der Matrix. Too hot steht da. Oh, oh. Uns ist heiß. Das heißt, unser Wasservorrat wird jetzt schneller verbraucht. Das heißt, wir müssen jetzt langsamer gehen, ein bisschen vorsichtiger. Also in Wüsten zu überleben, ist natürlich nicht einfach. Wir können nämlich hier schnell dehydrieren und sterben. Selbst wenn es uns gut geht. Das kann ganz schnell passieren. Deswegen werden wir ein bisschen vorsichtiger laufen. Da, jetzt ist unsere Heißanzeige wieder weg. Weil wir jetzt nicht rennen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Vielleicht ist das vielleicht gewesen, vielleicht ist... Es ist so heiß gewesen, dass das Spiel fast abgeschmiert ist. So, jetzt sind wir direkt in so einer Wüste. Das Pferd. Pferdchen? Diesmal sieht die nicht entkommen. Okay, sieht er uns schon? Ich wünschte, ich hätte mehr Speere, dann könnte ich mehrere Würfe versuchen. Der kann aber überall abhauen. Und das ist diese Riesenkugel. Das ist ja wie Star Wars. Warte mal, ich versuch's mal. Hatscha! Mann, ich bin so schlecht. Okay. Das ist natürlich nicht schlau. Hui! Warum fliegt der so weit? Und da haut er einfach ab. Ja, flieh doch. Geh weg. Ich denke mal, mit Klicken konnte man gerade hören, wie... Es dauert ein bisschen länger, mit dem Speer draufzuschlagen. Das ist einfach abgehauen. An einem Fluss würde ich gerne leben. An einem Fluss. Und noch ein bisschen Erz. Hier ist ein Fluss. Oh nein, da lebt aber schon jemand. Ich gucke mir das mal kurz an, die Sache hier hinten. Oh ja, da hat jemand gebaut. Und nicht mal gerade wenig. Guckt euch das mal an. Das kann man heute in Rust herstellen. Also richtig geile Häuser. Bin ein bisschen neugierig, aber habe ein bisschen Schiss, dass da jetzt jemand gleich mich erschießt. Weil er kann mich, denke ich, mal besser sehen als ich ihn. Ist ja immerhin auch noch PvP, so wie ich gesehen habe. Beziehungsweise ist es, glaube ich, PvE. Aber man kann sich trotzdem gegenseitig umbringen. Und
Wir wissen ja, dass Spieler sich nicht immer an die Regeln halten. Deswegen werde ich einfach nur ein bisschen sammeln jetzt. Und dann hau ich ab. Und müssen wir uns doch woanders hinziehen, weil ich möchte mich nicht unbedingt neben Spieler niederlassen. Und dass die mich gleich finden und ich dann bei der nächsten Aufnahme... Oha, Alter, jetzt habe ich mich voll erschrocken, dass das Holz mir aus mir rausgeflogen ist. Verdammt, wir sind voll. Dann essen wir jetzt die Dose noch. So. Kann ich dann das Holz gleich mitnehmen? So. Wir brauchen definitiv jetzt einen Platz, wo wir uns niederlassen. Weil mehr können wir nicht tragen. Mehr können wir nicht tragen. Hier ist noch Mais. Gucken. Das schmeiße ich jetzt erstmal so lange ab. Die Stoppschilder brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. So, kann ich das essen? Dann habe ich noch einen Platz frei. Und ja, ich weiß, ich müsste eigentlich Nahrung aufheben, weil wir müssen ja durch den harten Winter noch kommen. Aber das ist mir egal. Weil wir wissen ja nicht mal, wie lange wir jetzt noch überleben. Und wir brauchen jeden Platz, den wir haben konnten. Können wir das abbauen? Ne, den können wir nicht abbauen, okay. Manchmal sieht das so realistisch aus, du erkennst nicht, was ist, ob was abbaubar ist und was nicht. Weil wir können nicht jeden Stein abbauen, was ich ein bisschen schade finde. Weil, warum können wir nicht jeden Stein nehmen? Weil normalerweise könnte man aus alles, was man aus der Natur, was die Natur hergibt, könnte man was machen. Und guckt euch mal diesen riesen majestätischen Baum an. Oh! Den können wir einfach fällen und dann ist er weg. Und dieser verdammte Kaktus hier hat mich einfach gepikst. Voll mit der Wange in den Stachelring gerannt. So. Ich gucke mal. Oh, da hinten ist auch einer. Verdammter Scheiß. So, dann gehen wir mal kurz ins Wasser. Kühlen uns ein bisschen ab. 100% nass, ist ja klar. Und hier ist noch ein Kürbis. So, den esse ich auch gleich. Zack. Ich will ein bisschen heilen von der Scheiße da, was mich gerade verletzt hat. So. Und wir haben dann genug Samen, können uns ein Beet vor unser Häuschen bauen. Damit wir, wenn wir wirklich mal Mangel haben, immer wieder was holen können. Warum gehen die alle in Wüsten? Das verstehe ich nicht. Ein Schwein. Fleisch. Fleisch? Ich habe irgendwas gehört. Fleisch? Fleisch. Fleisch! Fleisch! Oh, ich habe seinen Kopf erwischt und sofort getötet. So. Her damit. Sehr schön. Mal gucken, was wir jetzt craften können. Können wir jetzt... Jetzt haben wir ja ein bisschen ein paar Knochen mehr. Knochenrüstung können wir immer noch nicht bauen. Wir haben immer noch zu wenig Knochen. Aber wir können echt schon viel herstellen. Das ist, finde ich, cool. Wir haben echt sehr viel gesammelt. Ach, der lädt wahrscheinlich die ganzen Gebäude von den anderen Spielern. Oh, was ist das denn? Halbautomatische Waffengehäuse. Ein Metallrohr. Wir können den Speer ja auch noch aufwerten. Nähzeugset. Ich werte mal den Speer auf. Manual Weapons. Können daraus einen Steinspeer machen. Kostet ein bisschen Stoff, 100 Steine, aber die haben wir ja. Und dann können wir daraus eine stärkere Waffe machen. Dann machen wir mehr Damage. Was ist das? Ist das ein Wolf? Was ist das? Nein, ich tue dir nichts. Bleib doch hier. Das ist doch... Was ist das? Und da hinten hat jemand... Da hatte jemand gebaut. Das ist aber nicht mehr... Der ist aber nicht mehr da. Da ist nur noch ein Holzgestell. Oder er hat hier was noch hingebaut, um irgendwo ranzukommen. Naja, ich gehe noch mal ein bisschen durch die Wüste. Und ich habe meinen Steinspeer. Auch schön voll repariert. Und etwas stärker. Was ist denn das? Da hat jemand eine Falle ausgelegt. Und die ist schon auch scharf machen. Können die mitnehmen? Oh.
Ist aber böse, hier mitten in der Wüste so eine Falle aufzubauen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt schaffen. Mal, können wir die kaputt machen? Oder auslösen? Ah, okay. Böse, böse sowas. Aber bringt natürlich nichts hier mitten in der Pampa. Da ist auch wieder jemand. Ich glaube, ich finde hier keinen geeigneten Platz, Leute. Ich könnte mich natürlich auch in der ganz normalen Umgebung niederlassen. Aber ich finde Wüsten sehr interessant. Aber wenn hier jeder sich in der Wüste niederlässt, ist auch ein bisschen blöd. Da hinten ist auch wieder jemand. Verdammt. So, mir ist schon wieder zu heiß. Ich muss ein bisschen langsamer laufen. Ach, Mann. Und da ist diese riesengroße Kugel. Jetzt sehe ich sie. Oder, warte mal. Das ist, glaube ich, gar kein... Das ist, glaube ich, das gehört zur Kugel, glaube ich, oder? Weil man es hier hinten niederlassen. Hier ist aber weit und breit nichts. Ich habe hier auch nicht die schönste Aussicht. Oder wir gehen da ganz oben auf den Berg. Aber möglichst so, dass man uns nicht von unten sehen kann. Dann müssen wir aber nur wie immer wieder runterrennen. Das ist auch scheiße. Ich weiß es noch nicht. Ich bin noch ein bisschen überfragt. Ich genieße das gerade, diese Aussicht hier einfach durch die Wüste zu marschieren. Wie Moses. Ja, ja. Und da ist das Pferd. Oder? Ist es das Pferd? Das ist doch das Pferd. Ne, das ist ein Hirsch. Scheiße. Na, das war wohl nichts. Das muss ich noch üben. Da ist ein Pferd. Eins von beiden kriege ich bestimmt. Was macht der da? Das ist ein weißer Schimmel. Tut mir leid, aber ich brauche Essen. Hallo. Was zum Teufel macht der? Der läuft durch die Felsen. Wo? Oh! Alter. Hör auf damit. Das ist dieser Maulwurf. Dieses Maulwurfpferd ist das. Ich höre ihn doch noch galoppieren. Wo ist der? Ich komm da ja auch nicht hoch. Das ist wie so ein Wiesel. Mann, wo ist der? Da ist der Hirsch. Aber interessiert mich jetzt nicht. Ich will das Pferd jetzt da rausholen. Du kannst dich nicht ewig in Löchern verkriechen. Du musst auch mal die Welt sehen. Ach, scheiße. Nein! Ah, Mann, ich hätte noch ein bisschen warten müssen. Ja. Wow. Wow. Okay. Es tut mir leid. Guck nicht so traurig. Ach, ich erlöse dich. Und das ist ein Dattrich. Ich glaube, der war auch alt, Leute. Der war alt. So. Wir brauchen ja das Fett und wir brauchen auf jeden Fall die Knochenfragmente. Alles zum Wohle. Fürs Survival ist das. Wir müssen überleben. So, jetzt sehe ich's. Das ist wirklich nur die Kugel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht radioaktiv. Aber ich habe so den Verdacht, das könnte so einer dieser radioaktiven Gebiete sein. Aber guckt euch das mal an. Das ist ja überkrass. Und da hat jemand gebaut. Da ist eine kleine Hütte davor. Oder gehört es auch dazu? Ich höre noch keinen Geigerzähler. Ist auf jeden Fall eine Art Häuschen. Hey, was ist denn das? Eine Raffinerie. Der Ofen ist aus. Um ihn zu starten, stelle sicher, dass er Brennstoff, Holz enthält und drücke links den Knopf. Ach, eine Raffinerie ist das. Das habe ich auch schon mal gesehen. Damit kann man, glaube ich, Brennstoff herstellen irgendwie, oder? Was braucht man denn dafür? Warte mal, ich guck mal im Crafting-Menü. Was man dafür braucht, dann kann ich die gleich nutzen. Dann kann ich gleich mal was herstellen.
Ich muss noch gucken, was ich brauche. Ich kann eine Leiter herstellen. Und einen Werkzeugschrank. Das ist, glaube ich, wichtig. In den neuen Rust ist es ja so, dass du jetzt verhindern kannst, dass Leute an deinen Gebäuden dran baut. Das war so urstnervig. Und hier kann man jetzt, theoretisch könnten wir jetzt hier, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Warte mal, bei Bild war das irgendwo, oder? Nee, Items. Ach hier, kleine Ölraffinerie. Eine kleine Raffinerie, die einfach einen Brennstoff aus Rohöl produzieren kann. Ah, also können wir jetzt hier Rohöl herstellen. Die Tür ist, kann man die zumachen? Das ist sogar eine gepanzerte. Das ist ja super. Ah, ich werde natürlich nicht die Gebäude nutzen, die andere hingerichtet haben. So. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Ich mache erstmal so viel rein. So. Kann ich gleich mal das Rohöl verarbeiten?